Jonathan, endlich. Schön, dich heute hier zu treffen. Ich freue mich auch. Ja. Wir haben uns das letzte Mal beim Smargo Award gesehen in Berlin. Richtig, da schon ein Weilchen her wieder. Genau, beim Januar, ne? Im Januar. Genau. Richtig. Und da haben wir ja schon gesagt, wir machen ein Interview für Schlager.de. Und das ist heute soweit. Das ist heute endlich soweit. Und in dem wunderschönen Maritim Hotel hier in Düsseldorf im Rahmen von der Intaco. Genau, von der Intaco zu 17. Ja, genau. Da hast du vorhin sogar schon unplugged einen Song gespielt. Richtig. Und das war schon richtig schön. Das war schon ergreifend. Freut war mich. Toll. Ja, und da das unser erstes Interview ist, erzähl doch einfach mal, wann und wie hast du angefangen, deine Musik zu machen? Also es fing alles an im Alter von 5 Jahren. Ich habe meine Eltern so lange genervt, bis sie mir ein Akkordeon geschenkt haben. Und ja, das Akkordeon, das habe ich einfach ganz oft im Urlaub gesehen. In Italien, in Österreich war das ein sehr beliebtes Barinstrument, was man da an jeder Ecke irgendwie hören konnte. Und ich war ganz begeistert, wie man aus einem Instrument oder aus einem Teil, für mich eher so ein Ding, was man hin und her drückt, Töne rausbekommen kann. Und ich wollte das dann selbst machen. Und habe mir dann die ersten Lieder auch nach Gehör beigebracht. Also alles ziemlich am Anfang autodidaktisch und habe dann aber irgendwann dann doch Unterricht bekommen, so mit 6, 7 Jahren dann aber schon. Und auch schon erste kleine Auftritte gespielt. Da gibt es auch Fotos, auf denen man das noch sieht, dass ich da auf einem viel zu großen Stuhl mit viel zu großem Instrument sitze. Und ja, und von daher, ich irgendwie die Bühne und ich waren von Anfang an dadurch irgendwie zusammen. Und ich hatte da nie große Nervosität oder Angst, auf der Bühne zu sein. Und das hat mir dann auch so im Laufe der Zeit viel gebracht, dass ich da einfach schon von Anfang an, vom jungen Alter an, eben auf der Bühne stand. Oder saß. Ja, vor allen Dingen ist es ja wirklich auch schön, dass die Eltern sowas dann auch unterstützen und dir dabei behilflich waren, also so deine Träume da so zu verwirklichen auch. Ne? Richtig. Ja, ohne Mama und Papa wäre das auf jeden Fall nicht möglich gewesen, weil ich habe dann auch schon relativ früh viele Auftritte gespielt und spielen wollen vor allem. Und Autofahren ging mit 10 und 11 noch nicht so. Also Mama, Papa. Und irgendwann dann auch so fast jedes Wochenende woanders und nebenher noch Schule, nebenher, so als Hobby. Und die du hoffentlich bravös abgeschlossen die hast. Die habe ich dann doch bravös, man glaubt es kaum, abgeschlossen. Habe 2014 mein Abitur gemacht und das war mir auch selbst wichtig, weil es wurde natürlich schon ein bisschen vor 2014, dass es so anfing und ich sich abgezeichnet hat, dass ich das auch in Zukunft alles so genau weitermachen werde. Da habe ich aber dann auch selbst gesagt, es wäre jetzt Quatsch auf der Zielgeraden, so kurz vom Abitur dann irgendwas abzubrechen. Das ist einfach Quatsch und ich bin da auch sehr froh, dass ich das als kleine Basis habe. Und ja, habe mir dann von Anfang an auch gesagt, wenn die Schule rum ist, dann setze ich alles auf die Musik. Und es hat geklappt und da bin ich sehr froh. Es hat also bisher geklappt. Also gar keine Ausbildung gemacht? Du hast gleich mit der keine Musik Ausbildung gemacht? Ganz unbodenständiger Typ. Wow. Ja, oder vielleicht doch bodenständig, weil du wirklich alles auf eine Karte setzt. Ne? Und mein Abitur. Ja, ja, gut. Das hast du in der Tasche. Das ist ja schon mal ein bisschen. Ne? Im April 2015 kam ja so deine erste Single raus. Ne? Richtig. Gut informiert. Ein Teil von meinem Herzen. Ist heute immer noch mein Favorite. Ja, 2015 im April kam die erste Single raus. Da war ich dann auch gerade ungefähr so ein halbes Jahr in Mannheim. Also ich bin dann aus der Kleinstadt Wittlich in die Großstadt Mannheim gezogen. So groß ist Mannheim gar nicht, aber doch ein großer Schritt für mich. Und 2015 im April kam die erste Single, die wir dann auch zum ersten Mal mit eigener Band vorgestellt haben. Das war auch immer mein Traum, also sprich die Musik, die ich mache, live mit Band umzusetzen. Alles handgemacht und nichts vom Band. Das war mir immer wichtig, dass das möglich ist, Live-Konzerte zu spielen. Und dann ging es los, erste Radiotermine, erste Interviews, erste Fernsehauftritte gleich direkt im ersten Jahr, was wirklich keine Selbstverständlichkeit ist, als Newcomer direkt mit dem ersten Titel, mit dem man so wirklich dann rausgeht, auch Fernsehshows zu bekommen. Und
von ZDF-Fernsehgarten immer wieder sonntags, SWR, BR, Abendschau und MDR. Ja, da war schon ganz schön viel dabei und seitdem hat irgendwie so eine aufregende Zeit begonnen. Also ich werde ganz oft nach meinen Highlights gefragt, aber es ist einfach so viel und immer wieder erstaunlich, was alles in eine Woche passt. Das finde ich immer wieder bemerkenswert. So. Und ich war jetzt auch gerade, gestern war ich noch in Pforzheim, hatte einen Auftritt in Pforzheim. Den Tag davor kamen wir also um 4 Uhr aus Coburg zurück und haben dort abends noch ein Konzert gespielt. Eins der ersten Solokonzerte mit Band, wo wir wirklich dann für den Abend verantwortlich sind, dass wir abendfüllend Programm spielen. Mit Ticketvorverkauf, also wirklich spannend so für uns. Ja, du bist ja gerade noch auf der Tour, ne? Genau. Und das ist ja auch wirklich komplett alles live. Und ja, und das macht uns großen Spaß, das macht meinen Jungs großen Spaß, weil als Musiker ist es natürlich auch schön, bei einem eigenen Projekt dabei zu sein. Also bei einem Projekt, wo die Songs halt jetzt irgendwie, wir haben vielleicht mal einen gecoverten Titel im Programm oder zwei. Und die restlichen 2 Stunden sind dann wirklich ausschließlich meine Songs. Und ja, bin sehr froh, dass ich diese Truppe habe, weil das ist eben auch keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Ganz am Anfang waren die ja schon mit dabei. Genau, so wie, lange sind die schon mit dir und begleiten dich? Genau, also seit 2015 gibt's die Band, also jetzt schon 2 Jahre, im April genau 2 Jahre. Und genauso wie Produzent, Management ist die Band halt eben auch am Anfang ganz oft mitgefahren und mitgekommen. Obwohl man dann vielleicht noch Spritgeld drauflegen musste. Und das ist halt der Anfang, ne? Ja, das ist der Anfang und das ist natürlich, ja, das ist ein schönes Geschenk, dass man da eben Menschen um sich rum hat, ja, die an das glauben, an was man selbst glaubt. Das ist eben wichtig, ja. Ja, 2016 hast du dann ja auch sogar den Smago Award gekriegt als Newcomer des Jahres, ne? Genau. Das war 2016, ja. Das, ja, richtig. Das hat man die Woche rausgesucht. Richtig, ja. Genau. Und ja, als Entdeckung des Jahres. Oder ich habe gerade entdeckt. Wir wollen ja ganz korrekt sein. Ja. Ja, genau, ist Entdeckung des Jahres. Ja. Genau, hast du recht. Ja. Und dann noch den Award vom Bayerischen Rundfunk, von Bayern Plus. Ja. Auch für einen Teil von meinem Herzen. Und ja, und die Krönung, das i-Tüpfelchen 2016 war dann, also einmal, dass mein Album, mein erstes Album, Sei immer du selbst, abgeschlossen war, dass wir das veröffentlichen konnten. Ich habe das im Kapitol in Mannheim mit meiner Band vorgestellt und bin dann noch am Tag, gleich nach der Präsentation, zu den Proben von Carmen Nebel gefahren, weil ich es da geschafft habe, mit einem Teil von meinem Herzen in die Top 3 eines Newcomer-Wettbewerbs, der damals stattgefunden hat, reinzukommen, also in diese Top 3 von 10 Nominierten. Und das war für mich schon irgendwie, also damit, also ich rechne immer mit wenig und freue mich, wenn unglaublich viel passiert. So. Und das war für mich schon allein da dabei zu sein, eine große Ehre, dass eine der größten, vielleicht die größte TV-Show, die es, eine der größten auf jeden Fall, die es noch gibt. Und das ist einfach, das war total cool. Und das waren dann schöne, erlebnisreiche Tage, die dann auch nochmal ein i-Tüpfelchen bekommen haben, in dem ich dann von den Zuschauern auf den ersten Platz gewählt wurde. Und das ist ist Wahnsinn. Also ich habe das auch erst so richtig danach realisiert und habe mir dann die Videos nochmal angeschaut und die Fotos. Und ja, jetzt darf ich, und da bin ich sehr stolz drauf, den Titel Newcomer des Jahres 2016 tragen. Und und das ist eine schöne Sache, dass die Menschen, die draußen vom Fernsehen saßen, eben mit dem Titel, der einem selbst so viel gibt, auch was anfangen können. Und das ist sehr schön. Ja, eigentlich schon fast ein kometenhafter Aufstieg. Ne? Also so wirklich vom Newcomer. Ja. Plötzlich da oben zu sein, ist schon, muss man selber erstmal verarbeiten. Wir unterhalten uns hier so angeregt und ich habe noch nie in die Kamera geguckt, glaube ich. Aber das machen wir, winken dann am Ende nochmal. Ja, genau. Du schreibst ja auch alle deine Songs selber, ne? Genau. Also, komponierst du auch selbst? Ich komponiere und texte. Und es gibt auf dem Album 3 Songs, bei denen mir jeweils ein Freund geholfen hat. Also
Ich habe mit meinem Bassisten zwei Nummern zusammengeschrieben und mit einer Freundin und einem befreundeten Texter. Und das, ja, ich bin da jetzt auch nicht festgefahren, dass ich sage, das muss jetzt hundertprozentig alles von mir sein, aber ich lege halt Wert darauf, dass es von Anfang an, also ich habe die Idee und setze die dann meistens, meistens gelingt es mir, die alleine umzusetzen und fertig zu bringen, so auch ein Teil von meinem Herzen. Da habe ich wirklich alles selber geschrieben und ja, möchte da auch jetzt irgendwie ganz ehrlich sein, weil ich es immer schade finde, wenn man dann irgendwie sagt, man hat alles alleine gemacht und es ist aber nicht so. Also auch wenn es nur drei Titel sind, die gibt es ja. Und sonst, die restlichen sind von mir. Das ist schon der Wahnsinn. In so jungen Jahren und dann schon solche Texte. Also ich kann das Album auch jedem immer noch ans Herz legen. Es ist einfach wunderschön. Und hört mal genau hin auf die Texte. Toll. Danke. Du hast ja auch ein eigenes Label, hast du jetzt auch, ne? Label, nicht von mir, das ist von meinem Produzenten, okay. Aber das wurde eigens für mich ins Leben gerufen. Ah, okay. Genau. Und Halligalli Records und darauf haben wir die erste Single veröffentlicht, auch die zweite und haben jetzt seit dem Album-Release Universal Electrola als Partner und das ist eben total schön, dass das eben auch kurz nach dem Album-Release war, man ins Geschäft gehen konnte und überall die CD gefunden hat und Fotos bekommen hat von Freunden, die Selfies gemacht haben. Da ist es. Da ist es, Jonathan, ich habe dich gefunden im CD-Regal. Das ist schon schön und das hat dann auch so ein bisschen was, ich sag mal, in gewisser Weise auch dann was, was man irgendwie nur aus der Kindheit so kannte, dass man halt selbst vorm CD-Regal stand und dachte so, ah, da ist der und der. Und genauso habe ich jetzt gerade vor kurzem in Bernkastel-Kues in Heimatnähe ein Konzert gespielt in der Mosellandhalle und habe das auch direkt am Anfang vom Konzert gesagt. Ich erinnere mich noch gut, dass ich da als kleiner Jonathan Rolf Zukowski bestaunt habe und mir nie erträumt hätte, dass ich da, sagen wir mal 10 Jahre später oder selbst noch ein bisschen mehr, selbst mit Band auf der Bühne stehe und den Abend fülle und ausverkauftes Haus habe und das ist Wahnsinn, ich genieße das sehr. Dich wiederzusehen? Nach so langer Zeit. Genau, kam ja jetzt im Januar als Single-Veröffentlichung raus. Und deine Videos dazu, die sind ja auch, also die kann man sich ja durch die Bank angucken, sind auch alle bei YouTube. Die sind alle einfach nur emotional wunderschön. Danke. Also wir haben da ein sehr junges Team, die von Anfang an dabei sind, um den Tim Löschmann. Und das ist einfach ganz cool, weil wir schon von Anfang an, also ich habe eine Idee und habe meistens schon sogar beim Songschreiben schon eine visuelle Idee, wie man es umsetzen kann, mache mir dann Notizen. Also das Musikvideo steht dann schon oft vorm fertigen Song tatsächlich. Also machst du auch das Drehbuch? So ein wenig schon, ja. Und gehe dann mit der Idee eben zum Tim und sag, hier schau mal, das wäre doch vielleicht was. Und entweder kommt er dann mit einer viel besseren Idee oder er sagt, cool, und wir feilen zusammen dran rum. Und ja, angefangen von ein Teil von meinem Herzen vom Video, eben diese Idee, die Zuschauer mit einzubinden, dass wir gesagt haben, schickt uns Videomaterial zu und ihr seid dann Teil des Videos, was wirklich, finde ich, sehr schön geworden ist. Wir haben das ja dann über diesen alten Fernseher einspielen lassen im Video. Okay. Und das finde ich ganz schick. Und ja, ich lege da einfach Wert drauf, dass ich überall meine Finger im Spiel habe und kann auch schlecht loslassen. Self-made. Self-made, aber es hat halt auch, also ich kann wirklich auch schlecht loslassen und will alles mitbekommen und man kann sich bei mir auch ganz sicher sein, dass ich alle meine Facebook-Nachrichten selber lese und dann lieber einmal zu viel vom Handy hänge und das alles mitverfolge, weil ich das ist halt einfach schön, direktes Feedback zu bekommen, im direkten Kontakt und Austausch zu sein, weil es ist ja nicht immer so, dass es jetzt jeder Tag irgendwie mega toll ist. Es gibt natürlich auch Tage, da
hat man irgendwie Baustellen, die vielleicht etwas stressiger sind und Nerven aufreiben. Und dann ist es halt einfach schön, wenn man dann eben eine Nachricht bekommt und sagt, in der dann steht, hey Jonathan, ich wollte dir einfach mal sagen, dass dein Song so toll ist und wir haben gestern auf ihn geheiratet. Also, und das ist der Wahnsinn. Also das ist für mich das größte Lob, was man bekommen kann. Also dass zwei Menschen sich die Treue auf, die ewige Treue auf einen Titel versprechen, den ich dann vor 2,5 Jahren oder vor 3 Jahren zu Hause im Wohnzimmer am Klavier geschrieben habe. Und das ist schon faszinierend. Und das ist toll. Ein Teil von meinem Herzen hat mittlerweile über 1,2 Millionen Aufrufe. Ich bin Millionär. YouTube-Millionär. Und ja, ich kann es kaum glauben. Und das ist auch immer ganz lustig, wenn ich dann wirklich Freunde treffe, die von Anfang an das immer dabei waren und auch gesehen haben oder auch gemerkt, und auch gemerkt haben, dass ich halt weniger Zeit habe als andere Freunde, weil ich da halt einfach von Anfang an total viel Zeit investiert habe und mir das immer sehr wichtig war, ist das halt natürlich jetzt auch cool, wenn dann, ich habe zum Beispiel selbst kein Spotify und habe da letztens von einem meiner besten Freunde eine Nachricht bekommen, so, hey Jonathan, ich habe mal gerade geguckt, wie viele Streams du eigentlich hast, ne, so einen Screenshot geschickt und also was ich dann selbst vielleicht hätte gar nicht mitbekommen. Also da sind alle ganz aufmerksam und verfolgen das alle mit. Und kriegst du die Informationen rundherum, ne? Ja. Toll. Jonathan, dann gibt es ja auch noch eine schöne Sache. Du bist Befürworter für diese Aktion Lichtblicke. Magst du da was drüber erzählen? Wir haben gerade vor kurzem ein Benefizkonzert gegeben für die Stiftung Lebensblicke. Und ja, das war ein schöner Anlass, ein schönes Konzert. Und als Künstler hat man eben die Möglichkeit, nicht nur mit Themen auf die Bühne zu gehen, sondern auch für Themen auf die Bühne zu gehen. Und das war jetzt bei dem Benefizkonzert für die Stiftung Lebensblicke so. Es ist aber auch bei eigentlich jedem Konzert bei mir so, dass ich ein spezielles Thema mit auf die Bühne nehme und das ist meine Aufgabe und Rolle als Botschafter der Stiftung Kinderherz. Das ist eine Stiftung, die sich für herzkranke Kinder einsetzt. Ich bin seit knappen 2 Jahren stolzer Onkel und habe das Glück, dass die Kleine ganz gesund und munter auf die Welt gekommen ist und das ist eben keine Selbstverständlichkeit und habe zeitgleich ungefähr von der Geburt der Kleinen mitbekommen, dass es eben diese Stiftung gibt. Und mir war es wichtig, in irgendeiner Form was zurückzugeben. Das ist in meiner Funktion als jetzt noch nicht mit einem großen Scheck möglich. Aber es ist halt eben möglich, dass ich das Thema auf meine Bühnen mitnehme und darüber spreche und es in meine Welt hinaustrage. Die Kleine hat auch einen Song bekommen von mir und der heißt Du bist die Farbe, ist auch auf Sei immer du selbst drauf auf dem Album. Und das ist immer der Song, mit dem ich dann auch das Thema Stiftung Kinderherz mit auf meine Bühnen nehme. Und ja, es ist einfach sehr schön zu sehen, dass man als Künstler in gewisser Weise auch ein Sprachrohr hat und was bewegen kann. Also nicht nur mit den Liedern, sondern auch mit dem, was man erzählt und wofür man sich einsetzt. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Und vor allen Dingen ist es immer wieder schön zu sehen, dass es auch noch junge Künstler gibt, die also wirklich auch für solche Dinge noch ein offenes Ohr haben und sich dafür einsetzen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, also ich finde das immer wieder toll, dass es sowas noch gibt. Macht mich auch ein bisschen stolz, mit so einem Künstler ein Interview zu machen, der da auch noch ein riesengroßes Herz hat. Ja. Ja, momentan bist du ja seit dem 31.03. bist du ja auf Tour.
mit schon, deiner schon, Band? Schon, so, schon ein bisschen früher. Also die Tour hat kein richtiges, keinen richtigen keine Anfang, kein richtiges Ende. Okay. Ja, es wird hoffentlich nie enden. Nee, also da können ruhig noch welche dazukommen, also auch mal so ein bisschen mehr bei uns in der Nähe, dass wir auf jeden Fall auch mal bei so einem Konzert dabei sein Also wir haben jetzt am 10. Februar unser erstes Konzert in Wiesloch gespielt, das ist ungefähr 20 Minuten von Mannheim weg. Dann haben wir ein Konzert eben in Ludwigshafen gespielt, ein Konzert in Bernkastel-Kues gespielt, genau, das war am 31.03. Ja, da war in meiner Heimat. Eine Kollegin, ja. Genau, eine Kollegin von dir, die Andrea Ney war da. Ja, genau, die Andrea. Und auch einen sehr schönen Artikel geschrieben. Hat sie, ja. Ich habe ihr nur gesagt, das Interview mache ich. Nee, weiß Bescheid. Also an der Stelle, liebe Andrea, ein sehr schöner Artikel. Ja. Und ja, jetzt bin ich kurz raus. Ach genau, und jetzt haben wir noch gerade eben ein Konzert in Coburg gespielt. Mhm. Und in Coburg, das war jetzt wirklich mal ganz fremdes Gebiet. So. Also ich habe noch nie ein Konzert in Bayern gespielt. Und auch da hatten wir das Glück, es war ein schöner, kleiner, gemütlicher Jazzclub. Ein Jazzclub. Und wir waren da, hatten die Ehre, dort aufzutreten. Schön. Und es war voll. Volles Haus in Bayern und auch in der Heimat und überall, wo wir hinkommen, gute Stimmung und irgendwie gar nicht der Drang, da wieder von der Bühne zu gehen, der sowieso nie da ist. Ja, dann hast du noch was vor dir. Im September habe ich irgendwie was gelesen, bist du Support Act bei Max Giesinger, ne? Ja, ja. Bin ich. Und der September wird aufregend, denn ich bin im September 4 Tage auf Schallwellenfestival auf See. Mhm. Ich glaube, so sagt man es korrekt. Das Schallwellenfestival auf See. Und das ist mit PUR, mit Glasperlenspiel, Max Giesinger und die 5. Ja. Und mir und meiner Band. Mhm. Und ja, damit wurden wir letztes Jahr überrascht, als wir Support für PUR gespielt haben. Und natürlich gleich zugesagt. Klar. Und das ist wirklich eine große Ehre, dass wir da als junge Band mit den Großen unterwegs sein dürfen und da auch dann eben Konzerte spielen dürfen im Rahmen dieses Festivals. Und ich hoffe, ich werde nicht seekrank. Ich werde hoffentlich nicht seekrank. Warst ich hatte du noch nämlich nicht schon länger auf einem großen Schiff unterwegs? Ja, ich bin auf kleineren und die kleineren wackeln mehr als eben, die großen. Bei den großen merkst du nicht und so ich glaube, bei den großen merkt man nicht so viel. Ja, es wäre gut, wenn es nicht so wie auf den kleinen ist. Und im Anschluss, was du ja eben gefragt hast, wir gehen von Bord und am nächsten Tag spielen wir direkt Support dann nochmal für Max. Eine Show, die schon längst ausverkauft ist. Boah. Und Max ist ein toller Künstler und hat auch sehr lange geackert, wirklich. Und zu Recht mit 80 Millionen dann den Durchbruch geschafft. Und ist uns eine Ehre für ihn und seine Band Support zu spielen an dem Tag. Und uns verbindet in gewisser Weise auch Mannheim. Und die Band kennt sich auch intern. Also meine Jungs kennen die Jungs von Max. Und es wird bestimmt cool, wir freuen uns da drauf. Mit Sicherheit ein cooler Tag. Ja. Auf jeden Fall. Jonathan, wenn du dich mit 3 Worten mal selber beschreiben würdest, was käme dabei raus? Was kommt dabei? Jetzt bin ich gespannt. Etwas, über das ich mich dann wieder ärgere vielleicht, wenn ich das Interview sehe. Also was habe ich da lange gebraucht oder so? Naja, also ein Kernmotto, so heißt ja mein Album und das heißt auch nicht ohne Grund so, sei immer du selbst. Das ist auch das, was ich wirklich jedem mit auf den Weg geben mag. Es ist einfach wichtig, dass man sein Ding macht, dass man an sich glaubt, dass man sich nicht von seinen Zielen abbringen lässt. Es gibt natürlich Situationen, in denen man vielleicht Wege sieht, die schneller gehen würden. Aber ich glaube, um gesund an sein Ziel zu kommen, muss man einfach kontinuierlich an dem festhalten, an was man glaubt. Und wirklich so wenig wie möglich Kompromisse eingehen, im besten Fall gar keine. Das war jetzt eins. Mit 3 Worten, ne? Mit 3, ja. Es waren jetzt schon ein paar zu viel. Wort 1, abgehakt. Sei immer du selbst, das ist das erste Wort. Wir einigen uns darauf, dass es ein Wort ist.
Und oder wir könnten natürlich auch sagen, sei du selbst und dann wären es drei Worte. Jetzt fangen wir hier Wortspielereien an. Ja, eine zweite Eigenschaft sollen positive Eigenschaften und sein. Und das können auch negative sein. Du kannst deinen Leuten da draußen erzählt man das? Negatives so. Also manchmal bin ich nicht so pünktlich. Okay. Ich arbeite aber dran. Und also heute war er pünktlich. Heute war ich pünktlich. Und das ist aber jetzt das ist nicht schön, dass man sich damit in drei Worten beschreibt. Unpünktlichkeit, das nehmen wir wieder raus. Oh. Nö. Und sei immer du selbst, sich treu bleiben, sein Ding machen, das ist quasi, das ist eigentlich schon das, was mich in dem eigentlich Sinne ausmacht, beschreibt. Mhm. Und ich bin jemand, der, das ist noch was. Also ich bin sehr, sehr zielstrebig, war das immer und vielleicht manchmal auch ein bisschen zu ungeduldig, wie eigentlich jeder, der auf irgendwas hinarbeitet. Und aber auch jemand, der es sehr schätzt, ein Umfeld zu haben, Freunde, Familie, die in gewisser Weise dann, dass eben auch mal Themen thematisiert werden, die nichts mit der Musik zu tun haben, die gar nichts mit dem zu tun hat, was man da tagtäglich macht. Nicht, weil es nicht schön ist, ich verhaspel mich jetzt hier gerade, sondern weil es einfach wichtig ist, dass es Auszeiten gibt, dass es auch noch andere Themen gibt und ich bin auch ein spontaner Mensch. Ich bin ein spontaner Mensch und es kam jetzt auch nicht nur einmal vor, dass ich Freunde angerufen habe in meinem Namen und gesagt, Leute, wollen wir morgen an den See fahren? Ich habe da was in Frankreich gefunden, direkt hinter der Grenze, da fahren wir hin. Alle Mann ins Auto gepackt und an den See nach Frankreich gefahren. Zwei Tage, eine Übernachtung, so halb im Auto, halb im Zelt. Und das ist einfach, das ist voll schön. Und es waren zwei schöne Tage, die einen dann so mit Energie geladen haben, als wären es zwei Wochen gewesen. Ohne Ende mit Freunden. Genau. Und das ist wichtig. Ich kann stundenlang reden, wie du merkst. Ich könnte jetzt noch ewig mit dir reden. Das ist auch sowas. Also ich liebe es, gute Gespräche zu haben mit Freunden, die auch gern die ganze Nacht durchgehen können. Ich bin ein Nachtmensch. Und ich hoffe, ich habe keine Augenringe. Bist ja auch noch ein bisschen jünger. Dann kann man das noch gut verarbeiten mit der Nacht. Ja. Ja, aber das ist ja schon Wahnsinn, ne? Also wir haben hier heute einen Jonathan, der so richtig viel von sich selber erzählt und einfach toll. Hast du noch so einen persönlichen Traum? Einen persönlichen Traum? Also der Traum, ich habe das große Glück, den Traum zu leben, den ich immer geträumt habe und hoffe, dass es so weitergeht, dass ich auch noch in 10 und 20 und 30 Jahren das machen kann, was mir so viel Spaß macht, auf der Bühne stehen, mit meinen Jungs unterwegs sein, Konzerte spielen und gerne immer mehr Menschen dazukommen, die das toll finden, was wir machen. Mhm. Und wenn ich das all die nächsten Jahre machen darf, dann ist das der Traum, der erfüllte Traum. Und damit ist eigentlich alles zum Thema Traum gesagt, weil das ist wirklich so, dass ich das sehr genieße, dass ich meinen Traum jetzt schon leben darf. Genau. Eigentlich lebst du ihn jetzt schon. Genau. Was ist für dich der Ort, wo du dich persönlich am wohlsten fühlst? Am Klavier. Da kann ich dir jetzt tatsächlich drei Orte aufzählen. Am Klavier, zu Hause, also zu Hause bei meiner Familie und am See, am Wasser. Am Wasser. Du bist ein Wassermensch. Wenn man mich schwimmen sieht, würde man vielleicht anderes behaupten. Sagen wir ja. Das bisschen Freizeit, was du hast. Hast du ein Hobby? All die Zeit, die ich habe, nebenher versuche ich
in die Menschen zu investieren, die ich liebe, die ich um mich herum habe, Familie, Freunde. Und ein Hobby ist auf jeden Fall das Spontane, mal eben reisen. Und wir waren jetzt gerade vor kurzem an Frankreich eben nochmal da an einem See, den wir bisher noch nicht erkundet hatten, und sind eben an einem Tag komplett um den ganzen See gegangen. Das waren 30 Kilometer. Es war anstrengend irgendwann, aber wir waren dann sehr happy, als wir dann die Umrundung geschafft hatten. Wir haben viel gesehen und das war ein schöner Tag. Und das ist auf jeden Fall ein Hobby. Ich verbringe ganz viel Zeit mit meiner Familie, so viel Zeit wie möglich, mit meiner kleinen Nichte, dass sie ihren Onkel auch nicht nur alle 4-5 Wochen sieht. Und wenn ich dann noch ein wenig Zeit habe, versuche ich, was für mich zu machen, sei es darauf zu achten, was man so isst oder dass man sich ein wenig mehr bewegt, als man das macht, wenn man oft im Auto und im Zug sitzt. Und spätestens für Bewegung wird dann gesorgt, wenn wir auf der Bühne sind. Ja. Und ich glaube, du bist sehr tierlieb, ne? Magst du Hunde? Ich mag Hunde, ja. Wir haben einen Hund zu Hause, den ich leider auch viel zu selten sehe. Und es könnte schon passieren, dass man mich irgendwann mal backstage mit einem Hund sieht. Aber ich bin da auch jemand, Tiere brauchen viel Zeit. Zeit, die ich gerade nicht habe. Viel Platz. Im besten Fall irgendwas Grünes. Das ist bei der Zwei-Zimmer-Wohnung in Mannheim jetzt nicht gegeben. Und ich genieße das aber sehr, wenn ich zu Hause bin, und habe mir jetzt auch gerade vor kurzem wieder unseren Hund geschnappt und bin einfach mal eine riesengroße Runde spazieren gegangen. Und ja, auf jeden Fall tierlieb. Ja. Ja, da sind wir auch schon fast durch. Aber noch so eine ganz spezielle Frage liegt mir doch noch so auf der Zunge. Was ist für dich der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens? Du hast aber schwierige Fragen, ne? Der Sinn des Lebens ist, dass man in dem Erfüllung findet, was man tut. Man sollte keine Zeit verschenken, die man vielleicht später bereut, dass man sagt, hätte ich es doch gemacht. Und es ist nie zu spät, Dinge zu tun, die man sich schon viel zu lange vornimmt. Also ich finde, wenn man eben in dem Erfüllung findet, was man tut, das einen glücklich macht, das ist, finde ich, der Sinn des Lebens. Wenn man eben rundum mit dem zufrieden ist, was man tut, und mit sich im Reinen ist. Mit sich im Reinen zu sein, ist bestimmt auch ein Prozess, der auch mal schwankt. Also klar, das kann dann auch mal etwas sein wie, oh, ich mache doch zu wenig Sport. Und das ist einfach, dafür hat man ja dann Zeit, dass man sich eben diese Dinge zu Herzen nimmt, die einen vielleicht selbst stören. Und im besten Fall ist man mit sich und der Welt im Reinen. Und und wie gesagt, keine Zeit verschenken. Und keinen Tag, keine Minute. Genau. Und ganz viel Zeit kann man auch mit seinem Album verbringen. Auf jeden Fall. Ja. In der Sonne liegen, Ohrstöpsel rein und Jonathan Zelter hören. Genau. Ganz großer Teil, ja. Auf jeden Fall. Ja, und jetzt erzähl mal, was wirst du uns denn jetzt hier so live mal unplugged vorspielen? Ich werde jetzt einen Teil von meinem Herzen spielen. Damit hat alles angefangen. Ich weiß, es ist dein Lieblingssong. Und es wird demnächst eine neue Version geben von diesem Song. Der Song feiert ja jetzt im April zweijährigen Geburtstag. Und dazu haben wir uns was einfallen lassen, zusammen mit ADTV, mit Markus Schöffel. Und das wird es bald zu hören geben. Und jetzt aber nochmal, so wie alles angefangen hat. Oh. Jetzt. Unterhaltung für die ganzen Hotelgäste.
Es ist nicht zu bezahlen, mit keinem Geld der Welt, einen Menschen, der wie du trotz allen Fehlern zu mir hält. Man kann es nicht beschreiben, nicht drauf zeigen, wo es ist, kann dich nur in die Arme schließen und weiß, dass du es bist. Du bist der Mensch, der mich zum Lachen bringt und der mit mir weint. Auch manchmal knallhart ehrlich ist, es aber niemals böse meint. Du bist der Mensch, der mir verzeiht und keinen einzigen Tag mit mir bereut und sich immer mit mir freut. Und sich immer mit mir freut. Boah, Gänsehaut. Unglaublich, wunderschön. Dankeschön. Jonathan, herzlichen Dank. Danke für das schöne Interview, es hat mir viel Spaß gemacht. Ja, uns auch, definitiv. Ich sag jetzt einfach mal Danke fürs Zuschauen und nie vergessen, Jonathan freut sich immer auf einen Klick auf seiner Seite. Erzähl doch einfach mal, wo man dich so überall finden kann. Man kann mich finden auf Facebook, auf meiner Homepage. Auf Facebook ist immer alles top aktuell. Auf Instagram, unbedingt auf Instagram, da bin ich auch seit neuestem. Und auf meiner Tour kann man mich auch finden, auch bei meinen Konzerten. Und kann mich persönlich ansprechen und ich nehme mir auch alle Zeit der Welt und bin jemand, der Autogramme gibt, bis alle eins haben. Und genau. Da steht es auch nochmal, sei immer du selbst. Das ist eine super schöne Idee. Ich habe auch so eine Karte bekommen. Und da steht alles drauf, was man wissen muss. Das heißt, man muss jetzt einfach zum nächsten Termin kommen. Kann sich dann diese Karte mitnehmen und kann dann zu allen anderen Terminen kommen. Ja, genau. Und eine tolle Idee. Zum Beispiel könnte man nach Mannheim kommen. Nach Mannheim, in Mannheim sind wir irgendwie, hier steht ganz oft Mannheim. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich dort wohne. Genau. Und so weit ist also Mannheim. Also zum Beispiel ja auch am nicht. 20. Mai im Kapitol bei der Langen Nacht der Stimmen oder noch früher in Pforzheim am 11. Mai. Im Kulturhaus Osterfeld. Da war ich gerade gestern und habe mir das mal angeschaut. Es ist sehr schön dort und wie im Kino. Rote Sitze und das wird bestimmt ein schöner Abend. Das wird bestimmt schön. Toll. Wie schon gesagt, wir sagen Danke. Bis dann. Macht's danke, gut. Danke, mach's gut. Tschüss. Hallo, hier ist Jonathan Zelter von Schlager.de und heute habe ich im Interview Gabi Breuer-Konze hier beim Intaco 2017 in Düsseldorf. Ja, ich grüße dich, lieber Jonathan. Wie ihr merkt, Rollen getauscht. Ist natürlich genau andersrum. Also ich bin nicht Gabi, aber ich bin Jonathan. Das stimmt schon. Und bin heute hier im Interview mit der lieben Gabi. Sie hat normalerweise das Mikro. Und das Ergebnis könnt ihr in Kürze auf ihrem Channel sehen und auf schlager.de. Und wir würden uns freuen, wenn ihr alle einschaltet. Ciao. Wenn du magst du mal hier deine zwei Finger hinhalten, da, da? Und da. Da. Ja, drücken, nur da. Ne, bisschen den ein bisschen mittiger. So. Genau. Jetzt kann ich nämlich das Mikro halten, super praktisch. Du bist der Mensch, der mich zum Lachen bringt. Gabi kann Gitarre spielen. Und wir grüßen alle Zuschauer von Schlager.de ganz herzlich hier aus Düsseldorf und wünschen viel Spaß mit unserem kleinen Interview. Ciao. Mein Name ist Jonathan Zelter und am 27. April wird ein Teil von meinem Herzen 2 Jahre alt. Zum Geburtstag gibt es eine ganz neue Version, auf die man dann auch im Dreivierteltakt tanzen kann.
Wer von euch da draußen weiß, wo diese neue Version Premiere gefeiert hat, der hat die Möglichkeit, über schlager.de eine von drei CDs zu gewinnen, die extra für den ADTV, für den Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband gepresst wurden. Vielleicht seid ihr einer der glücklichen Gewinner. Ich drücke euch ganz feste die Daumen und wünsche euch frohe Ostern. Ciao.